Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Harry Potter, The Witcher. Wir wollten ja in Triss Zimmer gehen. Ich muss natürlich noch dazu sagen, heute die Aufnahme kommt so wieder mal auf den letzten Drücker. Ich wollte ja eigentlich gestern den ganzen Tag aufnehmen, aber zum Nationalfeiertag ist das relativ schwierig. Das wären zu viele Nebengeräusche gewesen. Die ganzen, ja, Kracherexplosionen, das wäre nichts geworden. Und in der Nacht um zwei, da hatte ich dann ehrlich gesagt keine Lust mehr, da noch großartig eine Session zu starten. Weil, ja, ich war auch irgendwann einmal müde. Ja, drum machen wir es jetzt. Aha. So. Also wie gesagt, drum machen wir jetzt schnell die Aufnahme. Werde die im Anschluss gleich noch rendern und dann hochladen, dass sie heute natürlich auch noch rauskommt. So wie geplant. So, ja. Was ist da dran? Nix. So. Da haben wir noch eine Kommode. Was haben wir da? Okay. Pflänzchen können wir nicht mitnehmen, ne? So. Ja, jetzt habe ich hier das ganze Zimmer abgegrast. Ich glaube, jetzt können wir wieder runtergehen. In der Hoffnung, dass ich jetzt alle Zutaten habe. Ich dachte, ich komme in Triss Zimmer. Aber sie ist ja anscheinend gar nicht da. Also liegt es wahrscheinlich unten im Erdgeschoss irgendwo am Feuer. Ich habe gedacht, ich kann mal in ihr Zimmer reinschleichen und ihr übers Köpfchen streicheln. So, nur als, ja, meine Gute, geht's dir wieder besser. Jo. So. Mein Freund, wo bist du? Da hängt er rum. Ah! Hallo. Nun ja, ich sag mal nichts dazu. Was braucht ihr? Wo bekomme ich Alkohol her? In einer Kiste in der Waffenkammer im oberen Stockwerk solltet ihr weiße Möwe finden. Der Raum ist voller Waffen. Ihr erkennt ihn, wenn ihr ihn seht. Lambert, ich muss euch etwas erzählen. Was ist los? Leo. Die Banditen haben ihn getötet. Er war nicht bereit. Was für ein Verlust. Wir spüren sie auf, Wolf. Wir rächen Leo. Ja, das habe ich ja schon gesagt. Wir Wir sehen sehen uns ihn später. später. Ah, da sitzt jetzt der andere Kollege. Habe ich weiße Möwe noch nicht gefunden? Ah, das war ein harter Kampf. Ich habe oben mehrere Plünderer erledigt. Ohne euch hätten wir den Furchtbringer vielleicht nicht besiegt. Triss musste leider erst an Savolla vorbei, und so konnten sie Zeit gewinnen. Sie haben fast alles mitgenommen. Aber die Geräte sind nicht das Wichtigste. Wenn ich sie begleitet hätte, hätte ich mich um Savolla kümmern können. Ohne euch hätte uns der Furchtbringer vielleicht erledigt. Ihr habt euch gut geschlagen, Wolf. Nehmt diese Rüstung und das Schwert. Ich habe beides für euch aufbewahrt. Sehr schön. Gibt es noch weitere Hexe?
Insgesamt gab es 3 Hexerschulen. Aber ich habe lange nichts von den anderen beiden gehört. Ihr habt alle Hexer kennengelernt, von denen ich weiß. Außer Berengar. Kannte ich ihn? Ich glaube nicht. Er war sehr introvertiert und ging seinen eigenen Weg. Hier kann keiner von sich behaupten, dass er Berengar kennt. Er lief oft aus Kaer Morhen weg, kam am Ende aber immer wieder zurück. Nach der Prüfung der Gräser akzeptierte er schließlich sein Schicksal und begann ernsthaft zu trainieren. Warum ist er nicht hier? Ich weiß es nicht. Wir haben vor einiger Zeit den Kontakt zu ihm verloren. Darf ich euch etwas fragen? Gewiss. Streitet ihr und Triss oft? Nicht allzu oft. Zauberinnen und ihre Eitelkeit. Aber verglichen mit anderen ist Triss ein Engel. Danke, dass ihr mich unterstützt habt. Oh, und ich habe etwas für euch. Dieser Meteorit könnte nützlich sein. Danke. Gern geschehen. Toll, jetzt habe ich einen alten Stein gekriegt. Für was? Stellen wir mal weitere Fragen. Gewiss. Wer war Leo? Einer von hunderten Weisen des Krieges mit Nilfgaard. Ich machte ihn vor 6 Jahren zum Lehrling. Tut mir leid. Wir werden unsere Geheimnisse finden. Und auch Leos Mörder. Selbst wenn sie bis ans Ende der Welt geflohen sind. Darf ich euch etwas fragen? Gewiss. Ja. Ihr hattet erwähnt, dass ihr Kaer Morhen schon einmal verteidigt habt. Richtig. Einst lebten hier 15 Hexer und bereiteten Knaben auf ihre Prüfungen vor. Nur sie kannten die Geheimnisse der Mutation. Hexer, die auf den Pfad aufgebrochen waren und sich nicht in die Gemeinschaft der Menschen einfügen konnten, überwinterten hier. Vor der Schlacht nannten 23 Hexer und 40 Schüler Kaer Morhen ihr Zuhause. Zu wenige für den Mob, der uns angriff. Ich habe nie erfahren, warum sie kamen. Manche sagen, es war ein Ausbruch des Zorns aus Abscheu vor den Hexern. Aber das stimmt nicht. Jemand hat den Mob mit Flugblättern voller Lügen aufgehetzt. Und die Fanatiker hätten das Fort gewiss nicht ohne die Hilfe von Zauberern einnehmen können, auch wenn sie stark in der Überzahl waren. Nicht einmal die Jüngsten verschonten sie. Ich allein überlebte, verborgen unter den Leichen. Mach deinen Rundgang, Wolf. Die Skelette sind noch da. Vielleicht findet ihr ein Flugblatt, es gab einst Hunderte. Prägt es euch ein, als Mahnung, zu wie viel Bösem Menschen fähig sind. Darf ich etwas fragen? Gewiss. Alles gepflastert mit Leichen, so ist es im Krieg. Habt ihr eine Ahnung, wer die Angreifer waren? Nein, aber Triss glaubt nicht an gewöhnliche Banditen. Wir haben mit Salamandern verzierte Abzeichen bei den Toten gefunden. Das könnte das Symbol ihrer Organisation sein. Ich spüre, dass schwere Zeiten vor uns liegen. Okay. Wir unterhalten uns später. Ja. Ich guck jetzt mal, wir haben eine neue Rüstung. -5% Schaden. Hexerstahlschwert. Ja. So, und jetzt wollte ich noch gucken, haben wir weiße Möwe? Ein roter Meteorit. Alkohol. Oh, ich habe diese. Was ist das Buch? Wasser. Unbekannter Trank. Schwalbe. Alkaz.
Verzeihung. Ich habe es wahrscheinlich nicht gefunden. Weiße Möwe. Hätte ich die Frage stellen müssen nochmal? Ah, ein Ärgernis. Jetzt ist da schon wieder so ein roter Punkt. Bringt da schon wieder so ein Pflock rum? Pass auf. Nein, Inventar wollte ich nicht. Ich wollte auf die Quests. Questbuch. Questbuch. Furchtbringerauge. Zutaten. Quests. Trank für Triss. Ich habe alle Banditen getötet, ja. Auf Karte verfolgen. Ja, ich habe wirklich vergessen, entweder vorhin zu fragen. Vielleicht wird es dann erst aktiv. So, muss ich nochmal dahin. Da, weiße Möwe. Na komm, geh auf. Und jetzt? Mach mich nicht fertig. Das muss doch hier irgendwo rumliegen. Aha. Hm. Ja, ist klar. Ich bin doch sowas von. So. Kiste? Wieso hatte ich das nie rausgenommen? Alles klar, jetzt müssten wir aber alle Zutaten haben. Dann gehen wir jetzt wieder runter. Bibliothek. Dann können wir nämlich den Trank machen. Dann geht's hoffentlich mit Triss wieder bergauf und danach werde ich mich natürlich darum kümmern, wegen diesem Flugblatt. So, Lambert. Was braucht ihr? Erledigt. Ich habe die Zutaten und oben ist es sicher. Gut, aber ihr braucht zwei weitere Zutaten, um den Trank zu brauen. Die Klaue einer mächtigen Bestie und etwas Schöllkraut. Wesimir sagt euch, wo ihr das findet. Lasst mich euch die Formel lehren. Ja. Wesimir? Wesimir? Ja? Lambert hat mir die Formel gegeben. Ich nehme an, weiße Möwe und Calcium Equum habt ihr bereits. Ja. Was jetzt? Ihr braucht Schöllkraut. Nehmt, was ich habe. Und die Klaue eines Ungeheuers wie den Furchtbringer. Um eine Kreatur zu häuten, schneidet ihr mit einem Messer am Torso entlang. Ihr findet den Furchtbringer im oberen Innenhof. Nachdem ihr die Klaue entfernt habt, solltet ihr euch am Feuer ausruhen, während ihr den Trank zubereitet. Jawohl, verstanden. So. Tiere ausnehmen. Ich meine, woanders musst du dann immer Erfahrungspunkte einsetzen. Hier kriegst du es so hinterhergeschmissen. Finde ich nett. Finde ich nett.
So, und dann sind wir wieder draußen. Ich bin ja froh, dass das Vieh nie gespawnt ist. Ups. Ungeheuer Häuten. Jawohl. Überreste. Da haben wir ein Äuglein. Und die Klaue. Jo. Und ich sollte mich ja nochmal umschauen. Jetzt hängt der wieder an Pixeln fest. Das gibt's ja wieder nie. So, da komme ich ja nicht durch. Er hat ja davon geredet, dass hier überall noch Leichen rumliegen. Und dass ich mich umschauen soll wegen diesen Flugblättern. Das könnte ich eigentlich gleich noch erledigen. Wenn ich schon mal hier draußen rumspaziere. Vielleicht finde ich ja was. Das Tor ist auch versperrt. Warum ist die Wende auch sinnlos? Also hier finde ich jetzt irgendwie nichts, was mich weiterbringen könnte. Wegen Flugblatt oder so. Aber warte mal, dort ist ja jetzt offen. Ich glaube, hier muss ich jetzt noch nicht unbedingt raus. Ich sollte erstmal meine Quests da drin erledigen. Ich versuche immer auf Leertaste zu springen. So, was ist denn das? Na gut, vielleicht sind die Leichen oben in der Zitadelle, ich weiß es nicht. Irgendwo wird das schon rumliegen und irgendwo werden die Beweise auch rumliegen. Wenn ich es halt jetzt nicht so auf Anhieb finde, das ist auch kein Problem. Dann kann ich den Quest ja wieder in meinem Questbuch aktualisieren. Es sieht aus, als sei ein Hexer mit dem Schwert schon immer talentierter gewesen als mit dem Pinsel. So. Hä? Wo ist Triss hin? Wo hat der Triss hingebracht? Ja? Und wenn ich die Zutaten falsch verwende? Dann müsst ihr neue suchen. Wo? Ich habe noch eine Klaue und weiteres Schöllkraut. Eskel hat Alkohol. Und irgendwo oben habe ich Calcium Equum gesehen. Aber macht es am besten gleich beim ersten Mal richtig. Es ist gar nicht so schwer. Wo sind Lambert und Eskel? Oben. Lambert ist in der Bibliothek und Eskel bringt Triss in ihr Zimmer. Was macht er da mit ihr? Ich habe alle Zutaten. Gut. Jetzt ruht euch aus und bereitet den Trank gemäß der Formel zu. Okay. Wir unterhalten uns später. Questgegenstände. Schöllkraut. So, wo ist jetzt mein Rezeptbuch? Charakter. Wesemir. Orte. Ungeheuer. Ja. Formeln. Medizin für Triss.
Ah, siehst du hier, das Zeug kann ich auch alles selber machen. Cool. So, aber ich muss da das Zeug für Triss. Feuersteller. Aha. Wo ist jetzt... Ich will nicht meditieren. Ich möchte jetzt erstmal... Alles klar. Jetzt haben wir es endlich rausgefunden. So. Okay. Tristrank. Mischen. Haben wir das jetzt oder müssen wir jetzt trotzdem noch schlafen gehen? Ja, ich... Stündchen, das ist okay. Tipptopp. Da hätten wir das jetzt auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wenn wir Triss wieder zum Leben erwecken und nach den anderen Beweisen von den Flugblättern suchen. Bis dahin verabschiede ich mich von heute. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende und ciao!